jupp.berlin, das Jugendportal für Berlin. Okay, Google, mehr Reichtum für mich? Meinten Sie etwa mehr Reichtum für alle? Oh, alle. Ich mach's konkreter. Willenlose Arbeitskräfte, Osteuropa. Bei uns macht das auch keinen Unterschied. Wir sind nämlich für die gleiche Bezahlung alle. Und wir möchten bis 2017 den Mindestlohn auf 12,50 Euro erhöhen. Mindestlohn 12,50? I doubt it. I not. Okay, Google. Suche Rechtsschutz. Meinten Sie etwa Verfassungsschutz? Nee. Schön, dass Sie es ansprechen. Wir möchten nämlich den Verfassungsschutz abschaffen. Das ist bestimmt auch in Ihrem Sinne. Und warum sollte das genau für mich interessant sein? Ich meine natürlich grundloses Bedingungseinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen, mehr Geld für alle, Reichtum, alles kostenlos, ja! Okay, Google. Ich weiß genau, was Sie wollen. Gleichberechtigung. Wissen Sie was? Damit ich gleichberechtigt behandelt werde, muss ich jeden Tag Überstunden machen. Ich muss die dreifache Arbeitsleistung erbringen. Ich muss Multitasking sein. Ich muss mindestens 4 Sprachen sprechen können. Dann muss ich top integriert sein und inspiriert sein. Und zu Hause muss ich den kompletten Haushalt alleine schmeißen. Ich muss kochen, putzen, bügeln, waschen, einkaufen. Und dann muss ich auch noch die Supermutti spielen. Und am Ende bekomme ich auch noch weniger Gehalt, weil ich eine Frau bin. All das. Und als Frau bekomme ich auch noch weniger Gehalt. Wissen Sie was? Langsam platzt mir das Kopftuch. Ja, okay, ja. Mehr Geld für Frauen, das gleiche Geld für gleiche Arbeit. Ach, was sag ich? Mehr Geld für Frauen, mehr Geld! Herzlich willkommen! Wir möchten, dass Geflüchtete, wie alle anderen, nicht in Massenunterkünften leben, sondern in Wohnungen. Ich bin hier geboren, ich habe schon eine Wohnung. Ja, ich auch. POC! Ich wollte eigentlich sagen, finden Sie es nicht auch gut, dass Kinder von Geflüchteten in den Kitas und Schulen spielend integriert werden müssen? Ist ja alles schön und gut, aber in diesen abgeranzten Schulen? Es liegt uns sehr am Herzen, die Schulen in Berlin zu sanieren, neu auszustatten und durch mehr Teilhabe für die Schülerinnen und Schüler an den Berliner Schulen mehr Demokratie zu schaffen. Nice, finde ich sehr gut, aber habt ihr schon einen konkreten Plan? Der nächste bitte! Rechts vor links, Vorfahrt regeln. Meinten Sie links vor rechts? In der Politik ist es andersherum. Wir möchten für Berlin mehr und bessere Radwege, Bus- und Bahnverbindungen verbessern, die Fahrpreise stabil halten, Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden, mehr Sicherheitspersonal in Bus, Bahn, Bahnhöfen, mehr Personal bei der Polizei, mehr Personal in den Krankenhäusern, mehr Personal in den Jugendämtern, in den Schulen, qualifizierte Leute, mehr Geld in Sportstätten. Mehr Geld für Bäder, Ausbildungsplätze für alle, Frieden in der Welt. Robin, wo bist du? Von den Reichen nehmen und den Armen geben. Wow, aber wie wollt ihr das eigentlich alles bezahlen? Jupp.berlin, das Jugendportal für Berlin.